Ananas steht ja immer für so Sommer und sowas. Für Sommer? Okay. Oh Gott, eine Ananas. Oh hey, alles klar? Ja. Ja, alles so. Super. Ja, sind die Haare echt oder sind die gefärbt? Die sind gefärbt, ja. Oh shit, Mann. Das sieht gut aus, Mann. Ich kenne da so einen Spruch mit rothaarigen Mann. No, lass stecken. Das sind aber nicht für gefärbte, glaube ich. Wirklich nicht? Ja, wer bist du denn? Ich bin Olga. Olga, kannst du dich Pippi Langstrumpf nennen? Wegen den roten Haaren? Wollt ihr doch Zöpfe? Das kann ich mir nicht merken. Also, wenn du mich dann Pippi Langstrumpf nennst, dann weiß ich nicht, dass du mich meinst, weil das ist viel zu lange Name für mich. Oh ja, das stimmt. Ja, dann nenne ich Olga. Ja, Olga ist besser, hat nur 4 Buchstaben. Ja, Mann, stimmt. Ja, wie ist dein Name? Mein Name ist Pineapple Dude, Mann. Du kannst mich Ananas nennen. Ananas, oh, das ist viel einfacher für mich. Ja, Mann, ich bin die einzige Ananas hier, deswegen klappt das. Ich habe nur 3 Buchstaben. Es ist leicht zu merken. Oh, wow, das ist sehr ein. Maus? Ja. Bist du nicht Mo? Ja. Ich dachte Mo oder Maus? Was denn jetzt? Mo. M-O-E. Ach so, das E. Ich dachte so S, Maus. Oh, Mann. Ich bin eine dumme Ananas, ich weiß. Oh, Mann. Ja, Olga, was geht ab, Mann? Ja, nichts. Ich werde die ganze Zeit nur schlecht behandelt und deswegen suche ich jetzt neue Freunde. Von wem? Wer kann denn aber das sein? Wer behandelt die Olga schlecht hier, Mann? Er bekommt es mit der Ananas zu tun, Mann. Wirklich? Auf jeden Fall, Mann. Ich beschütze dich, Mann. Oh, meine Gott, das ist sowas Schönes, hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ja, meine Freunde darf keiner anfassen, Mann. Dann wird's fruchtig. Ja, dann Mann. Wird's fruchtig. Dann werde ich eine spritzige Ananas, Mann. Ja, Mann. Ich muss aufpassen, Mann. Meine Ananas Haare sind stachelig. Ananas ist total lecker. Oh, fuck, Mann. Nein, essen. Anfassen nicht erlaubt, Mann. Anfassen, beißen, alles nicht erlaubt. Nur anschauen. Schade. Okay, dann muss ich mir irgendwie eine andere Ananas besorgen, die ich dann aufessen kann. War oder ist das bei euch Kannibalismus? Ja, Mann. Das ist Kannibalismus. Also, du isst auch keine Ananas? Ja, Mann. Ich bin eine Ananas. Warum soll ich eine Ananas essen? Ich weiß nicht. Aber ich esse lieber gerne Menschen, Mann. Was? Ja, Maus. Darf ich mal reinbeißen bei dir? Du siehst so saftig aus. Oh mein Gott, aber nicht essen. Okay. Aber erst nach 3 Tagen, oder was meinst du jetzt? Nach 3 Tagen was? Na, der wollte doch irgend so eine Anspielung mit Ananas machen. Ich hab's doch schon geahnt. Wer denn? Du? Ich schweig. Ja, ist das Farid Bang? Vielleicht hat er Angst bekommen. Was ist Farid Bang? Ja, alles fresh, SSEO. So Leute. Was für SSEO, jo? Jo, wer bist du, Mann? Ich bin Kasim. Kasim? Ja, Mann. Ich glaube, da fehlt das O, Mann. Noch kein Gangster, Mann. Ich hab mit dem Scheiß nichts am Hut, Alter. Ja, du hast ja auch keinen Hut. Oh, Mann. Ja, Mann, das ist wieder komplett. Ja, Mann. Was treibt ihr denn so den ganzen Tag? Ja, Mann, das hier treiben wir. Oh Gott, das sind krasse Bewegungen. Da jemand wirklich sehr gedehnt. Oh, sehr. Wenn du wüsstest, ja. Ich bin leider nicht so sportlich. Nein? Nein. Kann er dir ja beibringen. Ja, soll ich dir eine Sache sagen, Olga? Bitte? Weißt du, wer den knackigsten Hintern hier hat? Wer? Na, wer wohl? Die Ananas? Natürlich, Mann. Oh mein Gott. Vielleicht solltest du in Chichi-Twist tanzen. Hast du dir das schon mal überlegt? Nein, auf keinen Fall, Mann. Die wollten mich dann nicht reinlassen, Mann. Guck dir meinen Hintern an. Der knackigste Hintern in dieser Stadt, Mann. Also vielleicht könntest du auch Geld nehmen, um privat zu tanzen. Aber nicht beim Titty-Twister, Mann. Die Leute sind dort, keine Ahnung, komisch drauf. Ja, ich sag ja, du kannst ja vielleicht privat tanzen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Den knackigsten Hintern. Der ist so knackig, damit knack ich alle Banktresore, Mann. Gib ihm, Baby. Ja, Olga, ran da. Ja, reicht jetzt. Beim nächsten Mal müsst ihr zahlen, aber... Ja, was ist jetzt los? Ich möchte ein bisschen Action. Ich möchte... Du willst Action? Ja. Ananas, hast du ein Hotelzimmer? Nein. Wofür? Ja, wenn Olga Action will. Ich will andere Action. Was willst du im Hotelzimmer machen, Mann? Das ist ein kleines Ding. Das ist doch langweilig. Ja, Mann. Zimmer. Ich brauche ganz andere Action. Ja, weißt du was? Ich habe eine Idee. Komm, ich hole meine Karre, dann machen wir ein bisschen Action. Ja, steig ein, Puppe. Ich meine, also. Olga. Wie wäre es, wenn wir die Leute vom Casino einfach ein bisschen ärgern? Hast du eine Maske oder so? Nein, ich bin für sowas nicht vorbereitet. Du sagst einfach, dass du es nicht bist, dass du nicht Olga bist. Am besten sollen sie mir einfach eine Waffe schenken, das würde ich viel mehr fühlen. Ja, alles jetzt fresh, Mann. Ihr also rum. Ah, Mo, was geht? Hallo. Ja, Mo, guck mal. Mo, hast du eine Waffe?
Ja. Ah, man muss nicht alles verraten, ne? Ja, aber hast du eine Waffe? Hast du oder hast du nicht? Also eine Waffe. Ja, ich glaube, das war ein Ja. Über habe ich keine. Ja, tu jetzt nicht so, du hast eine, du Wichser. Ich brauche definitiv eine Waffe. Gute Frage, wo kriegen wir eine Waffe her? 400.000. Was? Ja, egal, ich würde das zahlen. Echt? Ich will eine Waffe, ja. Ja, du bist eine reiche Olga dann. Nein, ich bin keine reiche Olga. Das ist ja mittlerweile gar nicht so viel Geld hier. Echt? Aber ja, wenn Leute sich Autos kaufen für 30 Millionen, dann ist das gar nicht mehr so viel. Das stimmt. Oh, fuck. Ja. Dann bin ich eine arme Ananas. Das ist wohl der. Aber du bist ja auch eine Ananas. Also, oh, fuck, man. Das stimmt. Ich persönlich brauche eine Waffe, um mich zu schützen, weil ich von einem Wahnsinnigen verfolgt werde. Den ich jetzt vielleicht töten möchte. Irgendwann. Okay. Irgendwie. Ja, genau. Ist das ein Wahnsinnig? Er hat das. Aber du meinst doch, der kommt mit 10 Leuten an. Dann wird's auch ja, schwierig. Ja, aber vielleicht kann ich ihn ja irgendwie versuchen, rauszulocken. Oder. Oh, du willst ihn in eine Falle stellen. Ja, natürlich. Und dann möchte ich ihn foltern, ihm eine Strap-on in die Arsch schieben und danach ihn erschießen. Oh. Das ist meine Pläne. Oh. Und wir locken ihn quasi in eine Falle, deinen Verrückten, und dann bringen wir den auf den Berg und dann foltern wir und machen dir den Scheiß, den du machen möchtest. Mm. Du sagst ihn einfach, du willst dich mit ihm treffen. Ja, das Problem ist, der trifft sich nicht mit mir. Das muss irgendwie anders funktionieren. Ich muss mir noch einen Plan überlegen. Was ist das für ein Typ? Erzähl mir mal über ihn es mehr. Es ist ein Verrückter. Ein absolut Verrückter und es ist ein Arschloch. Weißt du, wie der heißt? Ja, das ist mein Mann. Und deswegen, natürlich was? Weiß ich hier. Ja, das ist mein Mann und wir haben uns aber getrennt und jetzt will ich ihn erschießen. Weil er hat sich von mir getrennt und hat jetzt eine neue Frau. Oh Mann. Ja. Aber ja, erzähl mir mehr, damit wir das gegen ihn nutzen können. Ist er so ein Weiberheld? Ja, absolut. Oh, dann. Der boomst alles in die Würfelpark, alles. Ja, Momo, ich hab einen Plan, Mann. Vielleicht kann ich ja eine von meinen beiden Frauen auf ihn ansetzen. Oh, du hast ja, eine Frau. Das funktioniert. Oh ja. Mein Gott, der springt alles an, was einfach nur Brüste und eine Schlitz hat, alles. Yo, ich hab eine geile Idee, Mann. Wir machen das so, wir stellen dir eine Falle. Einer der Bräute macht den erstmal an. Er muss quasi den ersten Schritt machen. Ja. Und die Weiber locken den dann irgendwo hin. Am besten reicht einfach schon, wenn eine Frau einfach an ihm vorbeiläuft. Der rennt allem hinterher wie ein notgeiler Hund. Oh fuck, wie heißt er denn? Lupa. Oh, fuck mal, ist das nicht dieser Opa? Ja, ganz genau. Der 83-Jährige. Oh fuck. Wie gesagt, bis die Weiber kommen, besorgen wir uns ein paar Knarren. Also zwei mindestens. Ja, und dann, wenn die Weiber da sind, machen die den an und wir locken den dann. Die Weiber werden dann sagen, dass dort ein Ferienhaus ist, wo die dann quasi miteinander, du weißt schon, was machen können. Mhm. Ja, und dann locken wir, und währenddessen warten wir dort. Und wenn er ankommt, dann bekommt er die quasi eine Überraschung. Und zwar dich. Ja, absolut. Ja. Und ich werde ihn einfach umbringen, aber das wird der wunderschönste Tag meines Lebens sein. Oh, ich freue mich auch, Mann. Ja, das ist wundervoll. Ja, was sagst du, Mau? Ja, klingt nach einem Plan. Yo, Cowboy, Mann, was geht? Cowboy? Ja, wegen dem Hut. Cowboy-Hut, dann weiß ich auch nicht. Ja, für mich schon. Spielst du mit deinem Handy gerade? Ja. Yo, zeig mal her. Clash of Clans? Doodle-Jump. Oh, fuck, Mann. Und? Oh, shit. Yo, mein Rekord ist mehr, Mann. Bei 1200. Yo, du bist ja voll der Noob, Mann. Gib mal her. So, zeig ich dir, wie das geht. Siehst du? So jumpt man rum, Mann. So jumpt man rum. Oha! Ja, so geht das, Junge. Rechts, links, links, rechts, 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 links, 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 rechts, rechts, links, links. Oh, fuck, Mann. Oh, scheiße, verkackt. Verkackt, Alter. Scheiß drauf, Mann. Ich zieh auf jeden Fall durch. Ja, mach das mal. Ciao, ciao. Tschüss, schön. Cowboy. Yeeha! Ja. Tatü, tata. Pati, patu. Pati, patu. Pati, pati, patu. Amigo, alles cool, hein? Yo, alles fresh, yeah. Man? Oh, Ananas! Tanzi, wie geht's dir, Jean? Oh, Mann, Frico, wie geht's, Mann? Alles gut, Amigo, rauche ein bisschen. Was machen die Sachen, hein? Oh, ein bisschen Party und keine Ahnung, bin gerade eben gekommen, Mann. Was für Party, Amigo, bei wie viel Party oder was, hein? Party, Mann. Verdammte Scheiße. Yo, Party every day, Mann. Oh, du bist ja richtig geil drauf, Amigo, aber deine Schuhe sind voll hässlich, hein?
Ja, ich konnte meine alten Schuhe von der alten Stadt nicht mitbringen, Mann. Ja, Frico, wie krieg ich eine Knarre, Mann? Ich brauche eine Knarre sofort, Mann. Amigo, ich würde dir raten, lass die Finger davon erst einmal. Ja, aber... Vertrau mir, Amigo, vertrau mir. Machst du irgendeine Scheiße, wirst du zu kalt zum Schießen, machst du eine Scheiße, adios, Amigos. Lass dir erst einmal Zeit, Amigo, hm? Ja, hast du recht, aber ja. Mal, ich kann auch mit dieser Scheiße gut umgehen, aber ich kaufe auch keine, obwohl ich Geld habe. Das Ding ist, da ist so ein Mädchen, ich will sie beeindrucken und so, weißt du? Die meinte, du brauchst eine Waffe. Mach doch auf wie eine Rose, Arschloch, ja? Nein, das ist so ein hartes Mädchen, die will eine Waffe, weißt du? Ja, dann ist es aber Mädchen, kein Mädchen. Das ja? ist keine Mädchen, das ist ein Mann, Amigo! Verdammt, ist das. Bruder, du hast eine Waffe, keine Mama. Zeig die, Mutter. Yo, Frico, erzähl mal wieder die Story mit diesem Fußball, Mann. Amigo, die ist die größte Scheiße. Aber ich kann euch was erzählen, Amigos. Ja, erzähl mal, ich erzähl dir dann auch ein bisschen. Dieser Arschloch da vorne driftet wie ein Wahnsinniger. Komm, wir gehen mal ein bisschen rein. Kommt mit. Ja, okay, Mann. Ja, Frico, du hast ja voll Style, Mann. Natürlich, Olum, ich bin Frico, hm? Erst einmal rauchen einen. So, Amigo, Oh Mann. Amigo, jetzt hört mal zu, ich erzähle euch einen Witz. Hm? Erzähl mal, dann erzähl ich auch einen. Amigo, ein Mann hat Hunger, ja? Ja. Yeah. Dieser Mann geht zu einem Suppenladen zum Suppe trinken, aber der geht zu einem Türken. Okay. Und bei Suppenladen bei den Türken kriegst du Brot kostenlos, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, kenn ich. Die Suppe ist immer dabei, weißt du? Und wenn wird leer, da kannst du nochmal holen, ja? Okay. Kennt ihr doch, oder? Ja, ja, ja. Kenn ich. Okay, jetzt fange ich mit meinem Witz an. Ein Mann geht zum Suppenladen, Amigo, und bestellt sich eine Ischkembe-Kelle-Pacha. Ja, Suppe. Ja. Rauchen. Und diese Kelle-Pacha Ischkembe, der Mann fängt an, die Suppe zu trinken und hat einen Korb voller Brot, ja? Ja. Er hat so viel Hunger, Amigo, der isst diese Brot, ne, mit Suppe. Und Brot ist leer, der sagt, hallo, bringst du mir nochmal Brot, bitte? Dieser Mann bringt ihm nochmal Brot, ja? Dieser Mann essen weiter seine Suppe. Okay. Essen. So und dann ungefähr. Nochmal sagt, hallo, ich brauche ein Brot, Amigo, kannst du mir nochmal Brot bringen? Ja, dieser Mann bringt ihn nochmal. Hier hast du Brot, sagt, schmeiß ihn vorne bei Tisch. Hein? Und dann, Amigo, der Mann essen immer noch weiter seine Suppe. Und dann sagt er, hallo, ich brauche nochmal Brot, Amigo. So ein vierte Mal, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Okay. Der Mann bringt Brot, Amigo, essen weiter Suppe. Und Suppe wird doch nie leer. Und Amigo, Alter. Ja, der leckt halt daran, Amigo. Der hat Hunger, weißt du? Ja. Weil Suppe kostet billig, aber essen viel Brot. Pass auf. Dann sagt er, hallo, ich brauche nochmal Brot, Amigo. Zum fünften Mal. Der Mann schmeißt vorne Brot und danach hat der Mann diese Suppe aufgegessen, Amigo. Dann geht er an die Kasse und sagt, ja, hallo, ich wollte meine Suppe bezahlen. Der sagt, Amigo, heute Suppe geht aufs Haus. Zahl bitte das Brot, ha? Oh. Ja, oh Mann. Yo, soll ich euch mal einen Witz erzählen? Okay, hört zu, Mann. Warum summen Bienen, Jungs? Weiß ich nicht. Warum summen Bienen? Ihr kennt doch Bienen, die summen ja. Ja. Ja, warum summen die? Wisst ihr das? Weil die Vibrato sind da, man hat gesagt. Nein, Mann. Weil sie den Text nicht kennen, Mann. Amigo, da muss ich nichts lachen, ehrlich. Verstehst du nicht, Mann? Aber meiner war schon lustiger mit Brot, Mann. Oh, Mann. Yo, ja. Ja, aber ich musste da nicht lachen, ich musste da irgendwie kichern. Yo, folgt der Ananas auf Twitch, Mann.